Hi, euer Baby hier und ich mache mit euch eine Führung durch die neue Frankfurter Altstadt. Ein Traum und ein unwahrscheinlich lustiges Erlebnis. Schönen guten Abend! Hallo. Hi! Guck mal, Happy Baby Tour. Wer mich nicht kennt, ich bin der Baby und ich werde euch jetzt ein bisschen durch Frankfurt führen. Und da wir Frankfurter, ihr wisst ja, wir sind ja so, alles was südlich der Donau ist, sind Italiener. Und wir sind aus Rom, also sind das alles Römer, fertig. Restoration heißt das Haus Römer, weil hier ein Italiener drin war. Wir können froh sein, dass kein Franzose war, sonst hieß es Pariser. Also. Ihr werdet schon sehen. In dem Moment, wo man die neue Altstadt betritt, ist man in einer ganz anderen Welt, in einer sagenhaften Stadt. Man fühlt sich zurückversetzt in die alte Zeit und aus der Zeit erzähle ich euch ein paar Anekdoten, die nicht jeder weiß. Das Salzhaus war, wie der Name schon sagt, ein Lagerhaus für normalerweise Kopfpfeffer. Dem 22. März 1944, da sah das Ding so aus. Denn ihr seht, dass die Häuser nach oben immer breiter werden, von Stockwerk zu Stockwerk. Das hat einen Grund gehabt. Wer von euch eine Führung mitmachen möchte, mit mir durch die Frankfurter Altstadt auf schön hessisch, wie sich das gehört, einfach unten bei dem eingeblendeten Laufband die E-Mail-Adresse oder über die Homepage. Ich würde mich freuen. Ich habe gesagt, kennen Sie noch Sutras? Sagt die Frau, ja, da hat mein Mann noch einen Zehner gehabt. 160 Leute wohnen hier in der Altstadt. Unter anderem auch ein paar Promis. Ja, man munkelt ja, dass sowas wie Robbie Williams und so, aber das glaube ich ja nicht. Aber bis ihr kommt und die Führung euch anguckt, hab ich's rausgerischt. Fällt euch an den Bögen was auf? Tja, und die Geschäfte hier, sensationell. Hier kriegst du alles, was du willst. Hier kriegst du Blumen, hier kriegst du Hüte, hier kriegst du Schmuck, hier kannst du essen, hier kannst du trinken. Das Einzige, was du nicht kriegst, das sind Handys, Kebab und ein Kick. Und das ist auch gut so. Also hier kommt eine Apotheke rein, das ist ganz wichtig hier. Für die Leute, die Kopfschmerzen haben, wegen der Gitarrenmusik, die hier den ganzen Tag leiert. Der historische Garten wird auch wieder zur Begehung frei sein. Da steht das Stadthaus drüber und dann hat man aber noch mehr, doppelt so viel nochmal bei Ausgrabungen entdeckt jetzt. Frankfurt am Main ist für Archäologen die Welthauptstadt, was die Geschichte betrifft. Dadurch, dass hier alle Könige gewählt oder gekrönt wurden. Amerikanische Stadtführer, ne? Das geilste ist doch, the Frankfurter Würstchen, Klammer auf, Hotdog. Das war's, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Tschüss. Also, und jetzt wird's mich freuen. Termine, angucke und komme. Und genieße, wie schön unser schön Frankfurt noch schöner geworden ist. In der Neuen Altstadt. Wir sehen uns, euer Baby.